Ja, hallo und willkommen zurück zu Elite Dangerous. Da sind wir mal wieder. Man sieht vielleicht, ich bin in ein anderes Schiff gewechselt und wir sind viel weiter als bisher, weil wir uns mal dachten, es ist etwas unspannend, wenn man sich anguckt, wie wir einfach nur die ganze Zeit hin und her springen. Und deswegen haben wir mal so gut 1500, 2000, ich weiß nicht, viele Lichtjahre ausgelassen. Aber jetzt sind wir hier und ich bin schon mal hier praktischerweise hingeflogen und stehe vor unserem dritten schwarzen Loch, das ich in der, also, ja doch, die habe ich, nee, das eine, doch, tatsächlich habe ich bei dem Let's Play schon gescannt, die ersten beiden, Mintaka und Maya. Und hier sind wir jetzt vor unserem nächsten. Man sieht es da ein bisschen, wenn ich hin und her wackele. Ich habe es noch nicht gescannt, bitte ramm mich nicht, übrigens. Habe ich nicht vor. Hallo übrigens. Ja, das ist der Chris. Da ist das schwarze Loch. Er ist natürlich auch immer noch da. Ich musste tatsächlich, muss ich zu meiner Schande gestehen, wieder zurückfliegen mit der blöden Cobra Mark IV, denn die kam hier nicht hin. Die kam hier nicht hin. Und ich werde auch mal kurz demonstrieren, warum. Also zumindest in gewisser Weise. Der NGC-Nebel hat nämlich, obwohl hier relativ viele Sterne sind, hat er einmal rundrum so einen Gürtel aus Leere, wo einfach nichts ist. Und das ist auch oben und unten drüber und runter. Und deshalb musste ich ein Schiff mit höherer Sprungreichweite holen, denn die Cobra hatte nicht genug. Und einen FSD-Boost konnte ich mir leider auch nicht herstellen. Deshalb, ja, das war das Problemchen an der ganzen Sache. Hast du das schwarze Loch schon gescannt? Naja, das sieht gerade richtig genial aus, wenn ich in die Richtung schaue, weil es den Nebel so richtig schön zerrt. Ach ja, der Verzerreffekt funktioniert ja auch so rum. Ja, so Wow, sieht man natürlich noch besser, das dass hier ein ist schwarzes Loch schick. ist. Oh, Um den Stern so das rumgekringelt, sieht jetzt richtig geil. geil aus. Guck mal links vom Stern, dann zerrt es nämlich die Ja. galaktische, das galaktische Zentrum. Ja. Ja, schwarzes Loch würde ich sagen. Aber ich muss noch was scannen hier in dem System. Deshalb, wir werden sicherlich noch ein paar Zack. Ach, oh, ist das heraus schön. ein Das paar sieht herausragende unglaublich Bilder genial sind. aus. Ja, ab an Frontier. Oh, was war das? Hast du mir gerade was geschickt? Wie bitte? Wann? Du mir gerade eben was über Skype geschickt hast. Nein. Irgendwas klingelt hier die ganze Zeit. Ich hänge vielleicht an deinem Sprung. Aber das Nein, sollte nein, kein nein, Geräusch nein, nein. machen. Weil ich hatte Navlok an. Nein, das klingelt auch nicht. Und wieso kann ich den Discovery Scanner? Ach, den habe ich ausgeschaltet. Jetzt geht er wieder. Ja, kann ich jetzt aber nicht gucken. Oh, doch, ich muss gucken, was das ist. Fuck, wir sind sofort wieder da. Einen Moment. Wir sind wieder da, es geht weiter, alles gut. Ich hatte nämlich die Befürchtung, Shadowplay nimmt auf die falsche Festplatte auf, aber alles gut. Und ich hoffe, der Spielsound ist jetzt auch noch da und Chris vor allem, weil nicht, dass wir jetzt wieder den ganzen Kram hier für den Arsch aufnehmen. Wäre nicht so schön. Nee, das kann man nämlich auch schlecht duplizieren, den Kram. Ich kann mich auch nicht an all den Schwachfug erinnern, den ich jemals erzählt habe, und das nochmal neu aufzunehmen. Würde nicht funktionieren. Nee. Ich weiß auch nicht, ob es das wert wäre. Eher nicht so. Ich finde das übrigens richtig geil, dass hier ein weißer Riese im Zentrum ist. Vor So allem ziemlich in allen Systemen. mit den ganzen Sternen hier nebeneinander kriegt man auch erstmal die Dimensionen mit. Jo. Ja, und wir haben gerade ein bisschen die Debatte, scannen wir jetzt alle Sterne oder nur die schwarzen Löcher oder wie machen wir das? Also ich glaube, wir haben so viel gescannt, es ist okay, wenn wir jetzt nur noch die schwarzen Löcher scannen und dann einfach auf dem Rückweg an ein paar wichtigen Orten vielleicht nochmal einen Stopp machen, aber ansonsten. In dem Zusammenhang kann ich ja gleich mal einwerfen, ich bin ja wie gesagt schon zurückgeflogen und um sicher zu gehen, dass ich nicht irgendwas Dummes mache, mein Schiff explodiert und ich die ganzen Scan-Daten verliere, habe ich die schon verkauft und bin schon bei angenehmen 85% Rangaufstieg. Denn die Scan-Daten, die wir bisher gesammelt haben, haben uns gleich mal circa 9 Millionen Credits gebracht. Ich finde es allerdings schade, dass es keine Übersicht Dir, gibt. nicht uns. Ich weiß auch Ja, nicht, was ihr ich wird es bekomme. wahrscheinlich noch ein bisschen mehr bringen. Ja, ich hoffe doch. Was ich ein bisschen schade finde, ist, dass er einem nirgendwo anzeigt, wie viele Welten man als Erster entdeckt hat. Ja, das wäre noch interessant. Und vor allem, dass man irgendwo quasi nachschauen kann, welche man denn entdeckt hat.
Ja, das ist auf jeden Fall auch noch was, das sollte bitte doch mal möglich sein. So, einen Stern muss ich jetzt noch scannen, das mache ich jetzt noch einfach der Vollständigkeit halber. Ja, ich meine, im Prinzip ist es wurscht, aber... Wat mut, und hier sieht man jetzt sehr schön den Nebel gerade. Wenn du mich mal kurz erfassen möchtest und dich genauso ausrichten möchtest wie ich... Bin dabei, glaube ich zumindest. Ach nein, ich scanne gerade einen anderen Stern als du. Ja, okay, dann kannst du jetzt dieses Awesome Vista nicht... Doch, ich sehe das nach links, die ganzen kleinen, also hellen Sterne im roten Nebel, ja. Bei mir ist das nach oben rechts. Naja, du hast wahrscheinlich eine andere Ausrichtung. Ich schaue gerade exakt auf das galaktische Zentrum und bin quasi parallel dazu. Warte mal, also ich sehe es horizontal. Rechts. Oh, ich sehe das schwarze Loch gerade, genial. Das ist gerade genau vor dem galaktischen Zentrum bei mir gewesen und hat das super verzerrt. Geil. Wie geil. Ja. Wie geil. Ja, ich habe auf jeden Fall auch einen ganzen Batzen Welten als erster entdeckt. Da waren auch ein paar richtig gute dabei, muss ich sagen. Ich glaube allerdings keine Earth-likes, aber ich meine, ein paar Wasserwelten waren auf jeden Fall dabei und eine Ammonia-Welt war dabei. Da sollte ich auch noch eine haben, glaube ich. Ganz viele Terraformbare waren auch dabei. Hast du dein Beacon an eigentlich? Ja. Heute habe ich auch mal dran gedacht. Ja, und heute mal im Gegensatz zu unserer üblichen Formel einfach aufnehmen und dann hinterher zerstückeln, werden wir gleich ganz pünktlich Schluss machen, weil wir noch was anderes vorhaben. Da müssen wir dann gucken, ob wir das auch noch aufnehmen. Da wäre auch noch der Dr. Toast dabei, den vielleicht treue Zuschauer schon aus dem Battlefront Let's Play kennen. Aber Chris kennt ihn noch nicht, deshalb... Erstmal gucken, ob die beiden so harmonieren. Ich bin recht unkompliziert. Pflegeleicht, ja. Ja. Ich sehe gerade, du siehst ja quasi der nächste Sprung in die Nebelrichtung würde uns zu drei Sternsystemen bringen. Ja, da ist aber kein schwarzes Loch bei. Korrekt. Mein nächstes Ziel wäre jetzt S17, also ich lasse das S171 jetzt mal weg. 12. Ich folge dir sowieso jetzt einfach direkt immer, das ist, glaube ich, am einfachsten. Okay. Ja, auf jeden Fall habe ich, um das noch zu erzählen, eine Asp mir zugelegt mit nahezu maximaler Sprungdistanz. Also sehr viel mehr kann man aus einer Asp nicht rausholen, sei denn man lässt den Fahrzeughangar weg. Aber wir wollen ja eventuell noch irgendwo landen. Das wird natürlich für dich sehr spannend ohne Schild. Solange es keine Welt mit, sagen wir mal, mehr als 1,5G ist, traue ich mir das noch zu. Jo. Und ich habe ja auch noch ein bisschen was aus meiner Heimat dabei, ne? Das möchte man auch noch quasi in fernen Welten zu sich nehmen, virtuell. Hä? Meinst du das Geschenk für mich, oder was? Natürlich. Gute Kost aus meiner Heimat Morana. Ja, so siehst du auch aus. Ob das jetzt noch so gut ist, ist die andere Frage. Wir sind ja noch schon ein Stückchen unterwegs. Ist das etwa leicht verderbliche? Das fehlt hier übrigens noch. Ja, verderbliche Ware. Also ich würde doch meinen, dass man das eher frisch essen sollte, aber nun ja. Das Getränk ist zumindest ganz beständig. Hier gibt es tatsächlich ein paar Planeten, auf denen man landen kann. Die sind natürlich schon alle erforscht und so. Aber Alter, wie viele Sterne es hier auch gibt. Die Frage ist, scannen wir die jetzt oder nicht? Im Prinzip bringen sie ja nicht viel. Die Sterne, nein. Planeten kommt jetzt drauf an, was es hier gibt. Das ist halt alles mehr oder weniger uninteressant. Meine Systemkarte öffnet sich noch. Also ich werde schon mal das schwarze Loch... Oh, 217.000 Lichtsekunden. Ich will mal Jahre sagen. Na, das wäre ein bisschen... Naja. Okay, das sieht ja witzig aus. Hier ist immer ein Planet zwischen den... Beziehungsweise immer im Binär. Ein Planet um jeden Stern, quasi. Und die Sterne selber umkreisen den Hauptstern. Also dieser Nebel hier ist auf jeden Fall krass, aber ich würde raten, die schwarzen Löcher, also je nach Entfernung, einfach nur die schwarzen Löcher scannen und dann wieder weiter, weil die Sterne bringen jetzt nicht so viel. Nee, da reicht es. Ja, die Planeten da hinten hatte man auch schon angenehmere Systeme, um solche zu scannen gehabt. Ja, genau, also da kann man mehr draus machen. Deswegen würde ich sagen, jetzt einfach ab zum schwarzen Loch und das Ganze hier im Schnelldurchlauf. Jo. Denn in 10 Minuten wollte ich dann schon wieder
zum nächsten übergehen. Wie im 10 Minuten? Ja, meine übliche Folgenlänge sind 20 Minuten. Wir nehmen jetzt 10 Minuten auf. Oi. Dann können wir ja am restlichen Wochenende noch irgendwie ein bisschen mal Nachmittag oder Abend machen, wenn du Zeit hast. Ja, doch. Sollte sich einrichten lassen. Den restlichen Nebel vornehmen. X. Mittlerweile haben deine Zuschauer ja eh keine Wahl, mich nicht ertragen zu können. Nee, im Moment nicht. Also ist ein bisschen Dauergast geworden. Also ich find's schön. Ich find's auch schön. Das ist auf jeden Fall, das macht Elite zu einem anderen Erlebnis. Oh. Anders heißt nicht unbedingt besser, aber ist okay. Nee, also jetzt nicht speziell mit dir zusammen das zu spielen, sondern generell mit anderen Leuten zu spielen, das stimmt. Das hätte ich gar nicht so gedacht. Ich meine, ich habe ja auch davor schon Mehrspieler-Sachen gespielt, deswegen weiß ich, dass Mehrspieler halt was ganz anderes sein kann. Aber ich finde es also tatsächlich beeindruckend, dass du ja wirklich ein sehr langlaufendes Let's Play von Elite Dangerous machst und es tatsächlich Zuschauer gibt. Ich meine, Elite kann total interessant sein, aber man muss ja ehrlich sagen, das Spielen an sich ist schon interessanter bei Elite, weil als das Zusehen. Es ist ja nicht wirklich eine Story. Man erzählt quasi ja selber die Story. Ja, aber ich erzähle ja nicht mal besonders viel Meta. Ich erzähle hauptsächlich irgendwas. Also ich habe schon über alles mögliche in Let's Play geredet. Meine persönlichen Highlights sind grundsätzlich alle Witze über Kevin Costner. Alle Witze über Kevin Sorbo. Ich habe irgendwas mit Kevins, glaube ich. Kevin Sorbo ist, falls du es... Ich glaube, von dem haben wir schon mal gesprochen. Das ist der Andromeda-Kerl und der Herkules-Kerl. Okay. Und ich habe in einer Folge sehr ausgiebig über Andromeda geschwafelt. Das war, glaube ich, noch in der Beta. Übrigens, von wegen Zuschauern. In der Beta hatte ich teilweise sogar, ich glaube, meine erste Folge hat mittlerweile 8000 Zuschauer gehabt. Wow. Weil da das Spiel halt auch noch nicht draußen war. Und da haben halt viele Leute gedacht, guck ich mal rein. Bei mir gibt es ein einziges Video von Elite Dangerous und das ist auch noch aus der Beta. Und wie viele Zuschauer? Und das ist noch ein hängengebliebener Hyperraumsprung. Total uninteressant. Und ich habe mich verzweifelt damit mit der Kamera umgeschaut. Oh. Und ja, einen, solche Videos mit dem hängengebliebenen Hyperraumsprung gibt es bei mir aber auch. Ja gut, aber damals war das quasi neu und ein bisschen häufiger. Ja, klar, also das... Ich meine, das gab es bei mir in der Beta aber auch häufig. Inzwischen ist das ja sehr, sehr selten geworden. Aber ich erinnere mich noch an einige Aufnahmen, die ich abbrechen musste. Weil halt das Spiel sich auf dem Hyperraumsprung-Bildschirm aufgehangen hat. Ja, ja, genau. Quasi. Und das ist mir ja da halt passiert. Und dann hatte ich noch irgend so einen sinnigen Kommentar drunter geschrieben. Quasi so Roleplay-mäßig, weil ich halt nicht kommentiert habe im Video speziell. Tja. Und ich habe tatsächlich noch eine sehr witzige Aufnahme aus der Beta, die ich nicht zu einem Video zusammengetan habe, was ich vielleicht noch machen werde, wo eine Station vor mir geflüchtet ist. Super. Das werde ich vielleicht irgendwann bei mir noch hochladen, aber also das war ein Erlebnis, auf jeden Fall. Mein persönliches Highlight aus der Beta war, wo ich diesen Stunt versucht habe, mit dem so nah wie möglich bei der Station rausdroppen. Ja, ja. Du kennst den vielleicht einmal, noch, den Trick. Und einmal dann durch die Station oder in der Station rauskommen? Ja, oder halt, also damals ist man ja noch bei 20 Kilometern Entfernung bei der Station rausgekommen. Oder 15. Ja. Und es hat halt einfach ewig gedauert, bis man andocken konnte. Stimmt. Das war einfach mega ätzend. Und deshalb haben ja sehr viele Leute dann, als sie rausgefunden haben, dass das geht. Ja, das habe ich aber auch sehr oft gemacht. Hat auch oft geklappt eigentlich, aber manchmal bist du dann doch sehr nah. Bei mir hat das erstaunlicherweise, wenn ich aufgenommen habe, weniger oft geklappt, als wenn ich solo, also ohne aufzunehmen, gespielt habe. Und das kann ich jetzt natürlich super behaupten, weil mir das natürlich keiner nachweisen kann. Ja, aber das kann man schon nachvollziehen. Das ist leider so. Ja, ich meine, dann konzentriere ich mich ja auch mehr aufs Reden und so, aber auf jeden Fall ist da eine sehr... Also, ich wette mal, die Leute, die jetzt noch zuschauen, erinnern sich da garantiert auch noch dran. Weil die das garantiert auch schon gesehen haben, will ich damit sagen. Und zwar, wo ich in der Coriolis-Station in den Aufbauten aufgetaucht bin. Und zwar, also ich bin wieder rausgekommen tatsächlich und ich habe überlebt. Ja. Aber das war ein Highlight. Also, was zum Beispiel möglich war, ich weiß nicht, ob das noch möglich ist. Vor allem, weil ich dabei sehr ausgerastet bin, so, oh mein Gott, was mache ich jetzt? Das war schön, ja. bei der Coriolis-Station, dass man
Da kann man so ein bisschen außen durch die Strukturen fliegen. Mhm. Und irgendwo gab es halt keine Kontaktabfrage. Man konnte halt durchfliegen und kam dadurch irgendwie rein in die Station. Man war dann so ein bisschen unterhalb und kam auch irgendwie, also man konnte auch dann quasi in den Raum, wo man normal fliegen kann, reinfliegen. Super. Hat aber irgendwie nicht so richtig gezählt als Trespassing. Also man wurde nicht abgeballert, man war halt einfach in der Station drin. Ja, ich meine, ist ja auch kein Wunder, das Spiel konnte ja auch nicht registrieren, dass du trespassst, weil du ja gar nicht richtig reingeflogen bist. Ja. Exploit! Das war ganz cool. Ich hatte neulich eine Station gesehen, die habe ich mir auf dem Kontakte-Tab angesehen kurz, festgestellt, die hatte nur 19% Hülle. Da gab es doch mal auch so ein Video, glaube ich, oder auf jeden Fall hat man das mitbekommen, dass ein Capital-Ship in der Nähe von der Station gespawnt ist und hat sich mit der Station bekriegt. Und das war so das erste Mal, dass man quasi, also das hat ewig gedauert, beiderseitig Schaden, ne? Und man hat halt gehofft, dass vielleicht tatsächlich mal ein Capital-Ship zerstört wird, weil das sieht man normal nicht, weil die flüchten ja. Ja. Und das war dann wohl auch noch auf ganz wenig Prozent, aber vorher wurde es halt gefixt. Aber es ist schon ziemlich cool. Kommst du aus einer Station raus und siehst erstmal ein Capital-Ship, ja? Was sich mit der Station bekriegt. Ja, ich finde, die Capitals sind noch ein bisschen selten. Die müssten ein bisschen häufiger auftauchen. Ja, auf jeden Fall. Und da müsste irgendwas passieren. Also es müsste so ein bisschen so Weltevent-mäßig sein. So von wegen, da ist ein Capital-Ship, flieg mal dahin, so wie eine Instanz dann. Also ist jetzt irgendwie ein ganz mieser Vergleich, aber wenn ich jetzt so an Star Trek Online denke, da gibt's immer wieder die Events, dass Borg-Würfel auftauchen oder Borg-Invasion halt im Sektor passiert. Kannst du da hinfliegen und dann kommst du irgendwie mit 15 anderen Captains in eine Instanz und dann bekämpft man da zusammen die Borg und da gibt's dann halt besondere Belohnung für, die es nur da gibt und das Event ist irgendwie einmal am Tag oder weiß nicht genau. Also ich habe schon seit Monaten kein Star Trek Online mehr gespielt, aber egal, ist auch nicht so wichtig. Auf jeden Fall, sowas müsste es da auch geben. Einfach Capital Ship, dass das immer mal wieder auftaucht. Also von mir aus, wenn zwei Systeme gegeneinander Krieg führen oder wenn, Bürgerkrieg ist vielleicht ein bisschen dämlich dafür, aber wenn zwei Systeme Krieg führen, dass dann irgendwie tatsächlich auch zwei verfeindete Capital Chips auftauchen und sich gegenseitig kriegen und man die zerstören kann. Ja. Ja, das System, was du gerade angesprochen hast, das erinnert mich so ein bisschen, bei Guild Wars 2 gibt es da auch diese Welt-Events, wo man quasi immer diese wiederkehrenden Schleifen an Ereignissen hat. Also da kann man quasi wirklich den Ereignissen hinterher gehen, die halt immer wieder neu auftreten. Aber klar, auf eine Art ist es immer wieder dasselbe. Aber wenn das jetzt großflächig, und ich würde ja behaupten, wir haben hier genug Fläche, an Events halt überall verteilt werden würde, hätte man halt noch irgendwie ein paar Anlaufpunkte, die man ab und zu mal abchecken kann. Ja, das denke ich allerdings auch. Also, das ist ja sowieso was, was dem Spiel immer vorgeworfen wird. Es gibt ja gar keinen Content. Und ich meine, also klar, das braucht natürlich alles Aufwand und Programmierbla, aber es gibt so viele gute Ideen, womit man diese riesige Spielwiese hier füllen kann. Ja. Und ich denke, da wird auch noch einiges kommen. Also ich glaube, die Leute sind auch einfach mega ungeduldig. Aber ich hoffe ganz ehrlich, dass nicht alle Sachen, die jetzt noch an Updates kommen, exklusiv für die Leute sein werden, die sich die Updates kaufen, also die Add-ons. Da müssen auch Sachen sein, die auch die normalen User dann weiterhin nutzen können, weil das sonst einfach nicht fair ist, denke ich. Also wenn es um, sagen wir mal, Kleinigkeiten geht, wie eben neue Missionstypen und Spielinhalte. Ach so, ja, ja. Also sowas wie das mit den Capitals, dass die sich gegenseitig bekämpfen, das sollte auch so ohne Addon möglich sein, dass man daran teilnehmen kann. Und ja, was ganz wichtig ist für mich persönlich eigentlich auf der To-Do-Liste so mindestens in den Top 5, dass man Missionen zusammen machen kann, also die teilen kann im Wing. Ja, ja. Die Frage ist ja auch, ob die wirklich quasi diesen 10-Jahres Entwicklungsplan mit jährlichen Seasons abdecken wollen oder ob das quasi dann irgendwann, ja, gibt jetzt die fünfte Season und haben sie wirklich alle großen Erweiterungen, die sie geplant haben, ins Spiel gebracht und dann halt noch sehr speziell auf quasi dieses Basisspiel noch viele Sachen reinbringen, die sie zeitlich nicht geschafft haben oder die Priorität nicht so hoch hatten. Kann ja auch sein, dass es ja so. Ich frage mich übrigens auch noch, wo wir gerade so schön am Spekulieren sind. Wenn ich jetzt Crash wäre, müsste ich jetzt Speculation Alert drücken, aber ich kann hier nicht so tolle fancy Sachen drüberlegen.
Wird das in Zukunft immer so sein, dass man, wenn man eine neue Season kauft, die vorherigen dazu kriegt? Also wenn jetzt die nächste Elite-Erweiterung, also wahrscheinlich soll die dann Ende dieses Jahres kommen. Wenn man Horizons kauft, kriegst du ja Elite Dangerous mit dazu, quasi. Ja, ja. Wenn du es, wenn du jetzt nächstes, also am Ende dieses Jahres, das nächste Elite-Addon kaufst, hast du dann Horizons mit drin oder hast du dann auch nur das Basisspiel mit drin? Was kommt vor allem halt auch drauf an, was ist denn die nächste Season? Ja, dafür müssen wir, glaube ich, noch mindestens bis zur E3 warten. Ich kann mir nichts vorstellen, was quasi frei von Season 2 Content funktioniert. Was das noch kommen könnte an den von den geplanten Sachen? Ja, ne, weil im Endeffekt beispielsweise ist es halt Atmosphärenplaneten oder sowas. Ich habe direkt eine für dich. Thargoids oder sonstige Aliens halt. Das funktioniert ohne Horizons. Das stimmt wohl. Wobei, dann wird es wahrscheinlich halt quasi ein Teil Thargoid-Encounters im Normal fliegen und halt auf Planeten wahrscheinlich dann. Ja, ja, klar. Für Horizons-Leute gibt es dann nochmal mehr, aber so, dass du auch. Das verstrickt sich halt so ein bisschen. Dann hast du irgendwann eine Season 3. Was ist dann die Season 3? Und welchen Content kann die quasi für die Season 2-Leute bringen und nur für die Season 1-Leute? Moment. Ja doch, du hast das schon richtig. Season 1 war quasi Elite Dangerous. Season 4 meine ich dann quasi. Was bringt die Season 4 dann für Leute, die Season 3, mal angenommen Season 3 ist Star Wars, die da so durcheinander gemischt haben. Ich verstehe, was du meinst. Ich glaube, die Zuschauer auch. Aber es gibt ja, kann ja auch Leute geben, die sagen, okay, ja, Season 2 nehme ich mir, die Season 3 interessiert mich nicht, aber erst wieder Season 4. Ob das halt überhaupt funktioniert oder ob man immer sagt, ja, man braucht da schon so eine gewisse Grundlage. Ja, also ich bin ja nicht davon betroffen, deswegen kann ich sagen, ja, mal gucken, was da so kommt, aber. Gut, wir kriegen jetzt sowieso alles, ne? Haben aber auch ordentlich geblecht. Ich weiß nicht, hast du den Lifetime Expansion Pass später erst gekauft? Musste ich ja. Ich bin ja Standard-Beta-Bäcker. Da gab's keinen Lifetime Expansion mehr. Aha. Das ist ja. Weil ich ja ein paar Tage verpasst habe. Tja, und ich habe noch wirklich... Weil ich einfach eher nie von dem Spiel gehört hatte, das war ja das Schlimme. Keine Ahnung, wie das an mir vorbeigegangen ist bis zu dem Punkt. Bei mir war das super. Ich habe schon relativ früh Star Citizen verfolgt, weil das war ja mega Hype und in allen Medien, die sich mit Spielen befassen. Und ich war ja damals noch tatsächlich regelmäßiger Leser der gedruckten GameStar, weil die damals auch... Alter, wieso können wir dieses schwarze Loch denn nicht scannen? Man muss so sehr nah ran, also ich bin auch noch 2000 Lichtsekunden entfernt. Ich bin schon 800 Lichtsekunden entfernt, das ist doch von der Masse des Objekts abhängig, dachte ich. Ja, das wird sehr klein sein. Also aber schwarze Löcher haben eine gigantische Masse. Nun ja, auf jeden Fall wollte ich gerade sagen, dass ich vergessen habe, was ich sagen wollte. Worüber haben wir gerade geredet? Lifetime Expansion Pass? Ja. Ich musste ja damals auch sehr überlegen, wie ich das wirklich ausgeben, den Preis. Ach, ich war dabei beim Erzählen, wie ich darauf gestoßen bin. Damals habe ich noch die gedruckte GameStar gekauft. Ja. Aber die hat in meiner Meinung nach qualitativ einfach zu sehr nachgelassen. Nicht, dass wir schon wieder diesen Wing-Bug haben. Nein, glaube ich nicht. 20 Lichtsekunden. 10. 5. Ja, jetzt springt's an, okay. Ja, also, die hatten über Star Citizen berichtet und dann hatten sie eine Ausgabe. Also zuerst war es nur so im News-Teil ganz vorne, quasi so Gerüchteküche. Und ein paar Ausgaben später hatten sie ja den ersten großen Bericht zu Star Citizen und dann in der Ausgabe ging es dann generell um Weltraumspiele und mögliche Konkurrenz. Und da war dann unter anderem auch Elite Dangerous aufgeführt und ich glaube No Man's Sky war da auch schon mit aufgeführt. Ja, sowas halt. Und so bin ich auf Elite Dangerous gestoßen und dann habe ich mir das angesehen und gut, ich kannte Elite überhaupt nicht. Ich weiß, Schande über mich. Mein Gott, sieht das schön aus in die andere Richtung, wenn man den Nebel im Hintergrund hat. Statt den Galaktischen. Ich fliege mal drum. Rede weiter. Sorry. Schon okay. Ja, so bin ich darauf gestoßen und habe mir das dann angesehen. Ich glaube, hab den Trailer angeguckt, den es damals schon gab, der zwar mit dem eigentlichen Spiel, wie man ja inzwischen weiß, relativ wenig zu tun hat, aber hat mich auf jeden Fall direkt interessiert. Ich habe das dann eine Weile verfolgt. Wo ist denn jetzt das schwarze Loch?
Ja. Ach so, du meinst, es geht gar nicht um den schwarzes Loch-Effekt, sondern einfach nur um den Nebel an sich. Doch, oder was meinst du? Wenn das schwarze Loch den Nebel verzerrt. Also musst du ein bisschen auf den Rand quasi positionieren. Und vor allem diese sehr hellen Sterne drehen sich halt witzig.